Ja, da wollen wir mal die probieren. Mal gucken, ob das hier was gibt. 103 gegen 260. Ja, das. Meine Truppen, die sind ja noch gar nicht richtig ausgebildet. Aber ein bisschen schöner. Schlachtfeld musst du mir schon geben. Ich hol mir erst mal den da hinten weg. Und was machen wir da? Angriff! Hä? Geil hier. Wechsel da nicht so viel die Richtung. Ups, den haben wir erwischt. Hast du immer einen Deppen, der dir rinreitet? Nix mehr da. Das war's. 0-0. Das ist wichtig. Und die hier. Porto, hast gut gekämpft. Geh nach Hause. Was hast du mitgebracht? Nur Mist. Nehmen wir gerade ein bisschen hoch machen. Also mit denen, die wollen mitspielen. Ja, holen wir sie mit. Waffen rüber. So, da holen wir dem auch noch auf die Nuss. Aber den müssen wir hier von der Stadt wegkriegen. Noch ein bisschen kommt. Kemno Closer, jawohl. Und auf. Machen wir das ganz einfach. F1, F3. Aha. Wo sind sie denn? Sehe nix. Nix mehr da. Null Tote.
7 Beförderungen. Wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die ist überhaupt nicht ausgebildet. Ja, tschüss, komm nochmal wieder. Hat er was Schönes dabei? Oh ja, der ist gut. Mitspielen, ja gut, komm mit. So, was haben wir jetzt? 105, ja, das ist nicht gut, das ist egal. So, mal schnell gucken, wo die anderen geblieben sind. Da sind sie. So, zum Verständnis. Das hier ist meine Kernmannschaft. Die ist voll ausgebildet. Also, das sind 30% meiner Mannschaft, die voll ausgebildet ist. Das hier sind so alle so Beutekrieger, die ich mal unterwegs als Gefangene mitgeschleppt habe. Die machen meine Artillerie. Das sind so mittlere Ränge. Wenn die sterben, kann man austauschen. So. Ja, also kann man sagen, 30% von 100, ne, 30% meiner Mannschaft ist voll ausgebildet. Wenn ihr große Faxen machen wollt und dicke Gruppen annimmt, dann sollten 80% eurer Mannschaft, eurer Kernmannschaft, voll ausgebildet sein. Sonst fängt das erst gar nicht an. Oh, wollen wir gucken, wie es geht, hä? Ja, geht schön im Zug hier. Ja, ich grüß dich, grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja, ja gut, ja, nützt ja nichts. Wir sind im Krieg, das weißt du doch. Tja, wollen wir mal, ne? Attack. Kill them all! Angriff. Da sind sie ja. Das hier links, das ist alles meine Beutekrieger. Oh, die haben aber viel. Oh, die haben viel Kavallerie dabei. Jetzt gibt's was auf die Nuss. Ja. Wo sind sie hin? Leere Pferde. Gestorben. Thank you.
holen mir die ganze Kills weg, die Schweine. Wo ich in die Erdesser kürze. Ach, ein neues Pferd brauche ich auch. Also, zusammengefasst, das war 103 gegen, was war das, 280. Das sind die verschiedenen Mannschaften. Zwei Tote. Der und der, das sind alles Beutekrieger. Das ist nicht meine Kernmannschaft. Gut. Ja, komm nochmal zurück. Hol dann noch eine neue Mannschaft, dann kommst du nochmal wieder. Ja, du kannst auch gehen. Tschö. Tschüss, Saslur. Ja, hör auf den Meckere. Schau dir nicht den Kopf ab. Oh, haben wir was Schönes mitgebracht? Oh, nee, scheiße, den nehme ich nicht, weil der ist schon voll ausgebildet. Wenn ich den mitnehme, das dauert 100 Jahre, bis er sich mir anschließt. Also, nur mittlere Ränge mitnehmen. Hürde, der ist gut. Oh, der ist sehr gut. Der wird später zu dem und dann ist er richtig gut. Der hier, der ist voll ausgebildet, den können wir stehen lassen. Oh, die habe ich direkt in die Mannschaft reingekriegt. Oh, habe ich einen Fehler gemacht. Das ist ja Beutetruppe. Oh, da holen wir die direkt mit. Fehler gemacht. Nummer 9. Oh, den holen wir mit. Das ist ein Gefangener, jawohl. Ja, jetzt haben wir hier oben zu viel, da müssen wir ein paar rausschmeißen. Heavy Lancer, Tribal-Warrior, brauchen wir nicht. 1, 2. So, geheim, Schafe züchten, noch eine. Noch einen in Holmer. Hier der Mameluke. So. Oh, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Aber einen guten Fang gemacht. Also nochmal. Eure Kernmannschaft. Eure Haupttruppe, die ihr hochpäppelt bis zum Anschlag. 80% von eurem Team müssen voll ausgebildet sein. Vorher könnt ihr die Faxe nicht anfangen. Das hier war bei jetzt ein bisschen Glück, weil die sind sowieso schon so luschig. Die habe ich schon ein paar Mal verhauen. Das heißt, die können nichts Großartiges, Hochausgebildetes mit sich springen. Das habe ich schon all platt gemacht vorher. Ja, das war's.